Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Was ist die GML Open? Jo, die GML Open ist ein lockeres, offenes Format vor dem Start der nächsten Season, bei dem interessierte Clans in ungezwungener Atmosphäre Liga-Luft schnuppern können. Dieses Angebot richtet sich speziell an Liga-Neueinsteiger, die noch keine Erfahrung mit Ligen haben, so wie wir hier bei den Herausforderern. Denn ich bin hier mit dem Zweisocken noch im Event-Clan drin, also im Clan Haus-Event, so, oder Heraus-Event, nicht Haus-Event, Heraus-Event und Event- und Turnierclan der Herausforderer erreichbar über Discord. Ferdinand und Herr Stransky führen da so ein bisschen die Fäden zusammen und tatsächlich haben sich hier 10, glaube ich, gefunden gehabt, also das Breakdown oder Line-Up, nee, Breakdown heißt es immer, glaube ich, wird, oder das Line-Up wird individuell ausgemacht. Das heißt also, die Clans einigen sich selber oder sie reichen ihre Breakdowns ein und dementsprechend fängt dann die GML an, die verschiedenen Clans zu matchen, so wie auch hier. Wir wurden also auch gematcht, was heißt, ich spreche immer von wir, ich bin gar nicht dabei. Also das haben die hier ganz abseits gemacht. Klar, habe ich gar gesagt, macht das, wenn ihr daran Spaß habt, gar keine Frage. Da bin ich der Letzte, der jetzt sagen würde, nee, macht da mal nicht mit. Das ist sowieso alles Lug und Betrug, ist es natürlich nicht. Denn das Ganze wurde hier fair ausgematcht und ja, wir gehen einfach mal rein in das Game, denn es gab auch ein paar Kämpfe. Und die Kämpfe fangen hier an mit dem MK Hitarayan, heißt das, glaube ich. Taran. Gut, schwieriger Name, kann ich fast nicht aussprechen. Auf die sehr Izu-ähnliche Base hier, also gegen den Clan Tutti Frutti, ging es in diesem Match und ich glaube, es waren 2 12er und 8 13er. Also das Turnierformat ist von Rathaus 10 bis Rathaus 13 können daran teilnehmen. Rathaus 9 und darunter sind nicht zugelassen. Mal sehen, was er hier gemacht hat. Ich gucke mal mit einem Hybrid auf. Also das ist jetzt schon, ja, das kann ja nur 12 auf 12 sein, okay. Das ist 12 auf 12 hier, Nummer 9 auf Nummer 10. Mal sehen, wie er das hier geregelt hat mit der Queen hier unten auf der Ecke. Und mit Supermauer hier, ja, die wünscht man sich natürlich dann immer, wenn man vor allen Dingen in eine Base so reinkommen möchte. Und die X-Bogen auf Boden, die beiden rechten zumindest, glaube ich. Die anderen fangen jetzt an zu feuern. Oder er hat alle 4 auf Boden, kann auch sein. Was im Moment, glaube ich, wichtig beim Base-Building ist, dass du dir deine Clanburg nicht wegblitzen lässt und vielleicht noch irgendeine andere wichtige Defensive daneben stehen hast. Ich glaube, da geht im Moment das Base-Building hin. Und aber schön gefunnelt hier mit der Queen. Und oben geht es jetzt mit Kaserne weiter. Auf der 12 Uhr, nee, 13 Uhr, nee, 15 Uhr, 16 Uhr Flanke mit dem Hybrid-Part. Queen ist immer noch dabei, aber wirklich letzte Rille, die Feger werden immer die ganze Zeit die Heiler ein bisschen wegpusten, aber die Queen kriegt sonst keinen Beschuss im Moment. Ist natürlich super gelaufen hier und natürlich im Sinne eines Streamers zeige ich euch die 3-Sterne-Angriffe only, also nicht die 2-Sterne, um nach wie vor den Angreifer im guten Glauben zu lassen, dass seine Base immer hält. Was unter Umständen ja sein kann, wenn man eine gute Base hat. Der Ferdinand hatte scheinbar eine nicht so gute Base, sonst würde ich euch den Angriff nicht zeigen. Oder aber der Angreifer hat es einfach mal nur gut gemacht, aber ich glaube, war ein cooler Angriff. Hier mit Hybrid auf Rathaus 12. Ist sicherlich eine gute Taktik, viel läuft im Moment ja über Yeti Smash, aber Hybrid ist nicht nur was für 13er, sondern natürlich auch ab Rathaus 11 ganz gut spielbar. Bei 10 bin ich mir nicht ganz sicher. Bei Rathaus 10 mit Hybrid, da hast du nicht viele Miner und auch nicht so viele Hogs, kann man aber sicherlich auch machen. Schön gemacht hier auf die Nummer 10 auf unseren Herrn Barbaki. Wir wechseln genau zur anderen Seite. Sex Pistol gegen Adrian vom Clan Tutti Frutti. So ein bisschen bekannt kamen uns die Kollegen vor. Nein, sie kamen uns natürlich nicht bekannt vor, aber ich glaube, die Masse hier ist auch das erste Mal hier im Turnier, so wie ich das mitbekommen habe, oder überhaupt in einer Liga tätig hier. Das heißt also, was haben sie geschrieben, als sie hier reinkamen? Wirklich nette Gäste.
Sie wurden auch entjungfert hier, was das Ligaspielen angeht. Also auch für die war es das erste Mal, überhaupt Ligaluft zu schnuppern. Und für uns ja eigentlich auch das erste Mal, also jetzt abseits natürlich der normalen Clankriege und der Supercell Clan War League. Was hat er hier eigentlich gemacht? Pekka Bobet. Pekka Bobet, weiß ich, ist eine, glaube ich, seiner ziemlich hart favorisierten Angriffsstrategien. Mal sehen, wann der Bad Part hier reinkommt. Ich probiere das ja auch immer mal wieder, aber bin da nicht so ganz der Experte, was ein Pekka Bobet angeht. Aber die Karre fährt hier ja mal einmal fast durch die gesamte Base hier durch mit den Pekka und mit den Bowlern. Jetzt kommen die Bats hier über die 9 Uhr Flanke, teilen sich so ein bisschen auf. Das ist zwar schade, aber die ganze Defensive wird in dem Fall stark rausgenommen. Und jetzt geht es in den Einzelschaden. Den Flächenschaden hat er noch hinterm Rathaus stehen. Schöner Freeze hier am Rathaus, denn das Rathaus feuert natürlich auch noch einiges. Und das schaffen die Bats jetzt natürlich nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Die Bats haben in jedem Fall so viel Defensive geschafft, dass er hier mit dem restlichen verbleibenden Truppen die Base jetzt schafft. Queen macht jetzt das Rathaus, Riesenbombe nochmal am Rathaus und Magierturm, der ist noch gerade so hidden, also sie war noch nicht verwundbar. Und schön gemacht hier, Pekka Bobet vom Sex Pistol auf den Adrian. Sehr schick hier. Moment mal eben. Ja, da muss ich eben mal, ich glaube doch, das Fenster zu machen. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat im Video. Aber hier zwitschern immer einiges an Vögel. Okay, wir gehen weiter rein. Mal sehen, ob wir auch noch einen 13er Angriff sehen. Aber ich denke mal, wir sehen erstmal 12er. Und wo er eben angegriffen hat, wird er jetzt angegriffen von Hakan, von der Nummer 2. Also hier durfte gedippt werden. Aber ich glaube nur, ich weiß nicht, da kenne ich die Regelung nicht ganz genau. Das, was ich euch zu Anfang ja gepredigt habe, das habe ich vorgelesen aus dem Discord der Gmail. Und aber ich habe da im Moment noch nichts zu gefunden, wie man sich hier einigt, wie tief man dippen darf, man überhaupt dippen, wie oft darf man dippen und so weiter. Aber das hier ist ein ganz klarer Dip von Rathaus 13 auf Rathaus 12 und ein Max Rathaus 13 hier, so wie ich das sehe, also an Truppen, der Hakan hier am Start hat. Es geht voran mit einem Queen Walk oder Queen Charge. Wir gucken mal, könnte ein Queen Walk sein. Denn er hat auch einen Supermauerbrecher mit dabei. Und mal gucken, ob die Queen jetzt auch reingeht. Na, sie geht erstmal zur Schüssel, okay. Ist immer sehr, sehr ärgerlich. Du möchtest immer die Queen in die Base haben. Jetzt beeilt er sich auch schon so ein bisschen, dass die sich nochmal umdreht. Macht sie jetzt auch. Hilft jetzt aber noch kurz hier mit und geht jetzt doch noch mal zurück zum Rathaus. Okay, hat er bestimmt auch, ich denke mal, mitgefiebert und mitgezittert, dass die da noch mal hingeht. Clanburg, habt ihr gesehen, wurde eliminiert. Jetzt geht es hier unten dem King an den Kragen, aber der Hybrid-Part geht jetzt schon mal los. Schnell den King zünden, dass die Truppen in der Base bleiben. Das machen sie da oben auch. Und der Weg ist allerdings noch sehr, sehr weit, sehe ich jetzt gerade. Er hat noch zwei Hunter dabei. Ja, jetzt ist, glaube ich, es ist gar kein Held mehr da, wo man jetzt die Hunter einsetzen könnte. Aber vielleicht vergisst man sie gerne. Er setzt jetzt auf 3 Uhr hier zum Cleanup. Kann man natürlich auch mal machen. Gar keine Frage. Und dann ist diese Base hier auch vom Sex Pistol Geschichte. Ich denke mal, ich kann ruhig die Designs zeigen. Wir haben, ich glaube, auch einiges an Bases jetzt gebaut für dieses Turnier hier. Und ich sehe immer ab und zu, er leckt es immer mal so ganz, ganz kurz durch. Keine Ahnung, woran das liegt, ob das am Air-Server liegt oder ob das an der Verbindung liegt. Aber an der Verbindung kann es eigentlich nicht liegen, denn die ist eigentlich einwandfrei. So, jetzt gehen wir aber in den Rathaus 13 Bereich. Nummer 6 auf Nummer 5, der Michael auf unseren Billy im Clan heraus Event. Ich muss mich erstmal an diesen Namen gewöhnen. Und auch hier ein, hier haben wir mal einen Yeti Smash. Okay, haben wir heute noch nicht gesehen. Aber ihr seht hier auch, hier wurden oder werden sicherlich relativ viele Taktiken
nicht nur probiert, aber man kann hier natürlich auch in solchen Formaten ganz, ganz gut mal üben für sich, auch mal ruhig eine andere Armee nehmen, ruhig ein bisschen was riskieren, denn es geht ja erstmal, ja, es geht erst in erster Linie um den harten Spielspaß, den man hier dabei hat und nicht immer in, oder halt nicht unbedingt immer in die normalen oder aus den normalen CKs heraus. Ja, ist und unterschiedlich, wie man das sieht. Wir bei Spätzle spielen ja auch mittlerweile relativ viel mit und sehen es dort dann auch noch immer sportlich. Aber Michael kommt hier gut rein, hat hier gut gefunnelt mit dem Worden. Streiten sich auch mit die Geister. Der eine sagt immer, ja, ein Yeti-Smash geht nur mit Warden Walk, geht natürlich auch mit Queen Charge oder Queen Walk, je nachdem. Ist unterschiedlich, aber die Masse nimmt natürlich den Warden, da der eine weite Reichweite hat und natürlich defensive Gebäude auf Distanz ganz sicher rausnehmen kann. Deswegen nimmt man den Warden. Er hat natürlich nicht so viel Power wie eine Queen unter Heilung, aber das reicht in jedem Fall, um, ich sag mal so, die ersten 30, 40 Sekunden hier den Funnel vorzubereiten. Und schön gemacht hier, Adler steht noch relativ lange sogar, aber von 9 Uhr kam jetzt der Gladiator mit dazu und der macht hier einiges. Der macht unten die ganze Tesla-Farm weg, Kanone auch noch, nächste Kanone und die kleinen Kubis kommen noch dazu, die Schleichkubis. Und jetzt fällt erst der Adler da. Ja, das ist schon sehr, sehr spät gewesen. Also die ganze Zeit Feuer auf den Adler, Feuer auf die Truppen gab vom Adler. Das ist auch nicht ganz ohne. So, der Rest macht noch ein bisschen Cleanup. Und dann waren das hier auch schöne 3 Sterne vom Michael auf den Billy. Das ist auch übrigens der einzige 3-Sterner gewesen auf der Seite und Heraus-Event haben mit einem Stern leider verloren. Aber es war bis zum Ende hier spannend. Ich habe ab und zu mal reingeschaut und wir haben ja, glaube ich, im Livestream auch einen Angriff schon gesehen gehabt. Aber ihr seht das hier, eine Minute vor Schluss hat der Michael erst auf den Billy den Stern geholt. Der Jack hat nochmal den Gegenschlag probiert, aber 76-90% ist dann auch sehr, sehr deutlich, was die Prozente angeht. Aber es geht natürlich, ja klar, Prozente sind immer wichtig, Sterne sind wichtiger. Schön gemacht hier vom Clan Tutti Frutti gegen Heraus Event und so wie ich das im Chat auch mitbekommen habe, haben sich auch beide nach dem Match hier Shake Hand die Hand gegeben. Fairplay ist hier natürlich auch, wird hier ganz, ganz groß geschrieben und ich glaube, es hat den Beteiligten in jedem Fall Spaß gemacht hier, wenn es auch jetzt nicht so die Dreier gehagelt hat, aber ich glaube, das Format passt ganz gut und vor allen Dingen, wenn man Liga-Luft schnuppern möchte, also kann ich euch so ein Format hier auch nur an den Tag legen. Ihr könnt bei der GML auch Spieler suchen, Spieler finden, Clans suchen, Clans finden, je nachdem, was ihr halt habt oder wollt. Und nehmt ruhig mal an solchen Sachen teil hier. Macht, denke ich mal, unheimlich viel Spaß. Und je mehr die Leute hier so Liga spielen, auch bei Spätzle mit sowas und jetzt auch hier Heraus Event, desto mehr kitzelt es mich auch da mal ein bisschen teilzunehmen, um auch mal so ein bisschen Liga-Luft zu schnuppern, abseits der normalen Clan-Kriege und der Supercell Clan War League. Die Supercell Clan War League steht natürlich wieder an. Kurze Ingame-Werbung von mir für 2 Clans. Ich habe jetzt aber auch unten in der Videobeschreibung immer mit drin stehen die Tags für den Clan Free-to-Play und für den Clan Herausforderer. Also ich bin ja jetzt zwar hier im Clan, aber wir suchen natürlich hier beim Clan Herausforderer immer noch Leute ab Rathaus-Level 10, aber steht auch in der Beschreibung drin. Da ist es. Und beim Clan Free-to-Play suchen wir mittlerweile auch Rathaus 7 bis Rathaus 10. Das können ruhig frische 10er sein. Also frische Rathaus 10er, die aber schon einen relativ hohen 9er haben. Also ihr müsst jetzt nicht so eintreten mit 10er Queen und 12er King oder so. Das passt dann vielleicht für den 10er nicht, weil es muss auch immer das Gesamtgefüge passen. Okay. Werbung auf, aber guckt in die Beschreibung rein. Da stehen die beiden Clans mittlerweile jetzt mit Text drin. Den Clan Spätzle mit Soße füge ich noch hinzu. Dort ist allerdings Bewerbung ausschließlich über Discord möglich.
Wenn euch das Ganze ganz gut gefallen hat, dann lasst mal einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, Glocke stellen und dann sehen wir uns in weiteren Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Toto. Wäschen.